Hallo YouTuber und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Über Monate hat Google es angedroht, jetzt haben sie ihre Drohung wahrgemacht. Sie haben die Google Pixel 4 Smartphones vorgestellt. Es gibt wieder ein normal großes Pixel 4 und dann gibt es ein Pixel 4 XL, so wie wir das die letzten Jahre kennen. Und auch sonst ist vieles beim Alten geblieben. Es ist wieder so, wir haben nicht ganz die aktuellste Hardware. Hier kommt nämlich nur ein Pixel, ein Snapdragon 855er, nicht der neue 855er Plus zum Einsatz. Und sie haben wieder den kostenlosen Upload weiter zusammengestampft. Denn jetzt gibt es nur noch drei Monate 100 GB an kostenlosen Google-Speicher, was eigentlich sehr schade ist. Denn die Geräte kommen in der Basisversion mit 64 GB Speicherplatz und dann gibt es noch eine 128 GB Version und dann ist Schluss. Und ich habe hier nicht die Möglichkeit, noch eine Micro-SD-Karte reinzupacken. Gut, das kennen wir, gab es noch nie bei den Pixeln oder auch bei den Nexus-Geräten. Das ist Googles Art und Weise zu sagen, nein, wir wollen die Performance sicherstellen. Was es aber neu gibt, ist 90 Hertz Display und keine Notch mehr. Dafür ist der Rand halt oben größer geworden. Da befinden sich dann auch die Face-Unlock-Sensoren, denn wir haben keinen Fingerabdrucksensor mehr. Jetzt wird wie bei Apple halt mit dem Gesicht entsperrt, was, kann ich bestätigen, auch mit geschlossenen Augen funktioniert. So viel dazu. Dann hat Google aber noch was anderes vorgestellt, beziehungsweise einen Ausblick gegeben. Nächstes Jahr im Frühling gibt es neue Pixel Buds Kopfhörer in Ears. Was es aber jetzt zu uns nach Deutschland schaffen wird, ist ein neues Nest WLAN Mesh Zeug, ein Upgrade, aber seltsamerweise nicht mit WLAN 6. Und es gibt einen neuen kleinen Nest Hub Lautsprecher, also dem Google Home Mini, nennt sich jetzt ja Nest, wurde aufgebohrt, soll besser klingen. Dann möchte ich noch ein Wort sagen zur echt eine der schnarchartigsten Präsentationen, also die, was die da in Amerika abgezogen haben, da kam überhaupt keine Begeisterung auf. Die Dame, die das Pixelbook vorgestellt hat, das hat echt lange gedauert. Nur bei den Pixel-Smartphones, da kam so ein bisschen Begeisterung und ansonsten war das so von der Art und Weise, wie sie präsentiert haben. Und noch eine zweite Sache hat Google diese Woche in die Schlagzeilen gebracht. Rick Osterloh, der Google-Chef, verantwortlich für Hardware und Dienste, der hatte, glaube ich, der BBC ein Interview gegeben und wurde darauf angesprochen, so nach dem Motto, hey, jetzt sind diese ganzen Assistenten, also Google Assistant oder Nest-Geräte, die hören jetzt mit. Sollte man da seine Gäste nicht warnen, sobald sie das Haus oder die Wohnung betreten, dass da solche Mithörsachen sind und dass ihre Gespräche unter anderem vielleicht aufgezeichnet werden, wenn halt der Gastgeber, da so ein Sprachkommando gibt? Da hat er sich dann hingestellt und gesagt so, oh, krasse Sache, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber ich habe recht, man sollte eigentlich seine Gäste davor warnen. Ich weiß jetzt, also was heißt warnen, aber zumindest informieren. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, was mich da mehr fasziniert, dass man... Eigentlich ist es was Naheliegendes, aber dass so ein Google-Manager das da bisher noch nicht drüber nachgedacht hat, bin ich mal gespannt. Also am liebsten wäre mir nicht, was heißt am liebsten, dass die Geräte dann selber informieren, so nach dem Motto, oh, hallo, neuer Gast, ich habe dich erkannt, dass du kein Familienmitglied bist und informiere dich jetzt, hier bin ich. Boah, es wird noch eine interessante Sache für die Zukunft. Und das Zweite, Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, hat, glaube ich, in Princeton 30 Minuten sich hingestellt und hat über, Meinungsäußerungen auf Facebook und politische Werbung geredet. Da habe ich ein bisschen Bauchgrummeln bekommen. Das, was er gesagt hat, war ja im Kern, Facebook mischt sich nicht ein, Privatunternehmen sollte nicht hingehen, gerade bei Politikern, die Meinung zensieren oder Sachen löschen, weil es würde die freie Meinungsäußerung unterbinden. Jetzt ist natürlich aber die Sache, was ist bei Hassrede, Beleidigung oder einfach nur Fake News oder ganz klaren, glatten Lügen? Da ist ja das Krasse, Elizabeth Warren, die ja bei den Primaries, bei den US, bei den Demokraten gerade mitrennt, die hat nachdem... Facebook hingegangen ist und hat gesagt, wir überprüfen politische Werbung nicht mehr auf ihre Richtigkeit, hat die Werbung geschaltet mit dem Bild von Trump und Facebook und Mark Zuckerberg und dann war da fett zu lesen, Mark Zuckerberg unterstützt Trump, hat dann aber nach der Überschrift das ziemlich schnell wieder richtiggestellt, dass sie Facebook dafür kritisiert, dass solche falschen politischen Werbedinger möglich sind, um damit Aufmerksamkeit zu generieren.
hat funktioniert. Der Zuckerberg hat sich jetzt geäußert und eigentlich nochmal bekräftigt, dass sie sagen, naja, wenn da Werbung geschaltet wird, auch wenn er sagt, dass das politische Werbung gar nicht so viel, also denen gar nicht so viel Kohle einbringt, aber sie als Privatunternehmen sehen es halt nicht so an. Dann hat er noch ein bisschen abgelenkt und gesagt, mit dem Finger auf China gezeigt und die zensieren ja, und aber nicht bei TikTok, aber Facebook ist ja standhaft. Und dann, vor allem das, was bei mir so ein bisschen das richtige Bauchkrumpen, als er damit gestartet ist, in den ersten Minuten fing er an, damals, als er Facebook gegründet hat, der Irakkrieg, Studenten wollten sich äußern und was ein Murks. Man muss sich ja nur mal angucken, als was der Zuckerberg Facebook eigentlich gestartet hatte zu Uni-Zeiten. Das war nicht hier freie Meinungs, ja vielleicht doch, aber ich meine, das war ein, welche Studentin findest du geiler? Portal. Also damit fing es ja an und das heute damit, also ich weiß es nicht, es ist so, Entschuldigung, der trägt mich so ein bisschen auf. Also auf der einen Seite finde ich es ja schön, dass er dafür freie Meinungsäußerung kämpft, aber dann ist da, wird da die eigene Vergangenheit wieder komplett verdreht und man, dass man es nicht ist. Und klar, denen ist am liebsten, wenn sie nicht reguliert werden wollen. Das kommt ja auch noch dazu, wenn man den durch, also wenn man sagt, ne, freie Meinungsäußerung, jeder kann alles sagen auf Facebook, dann muss Facebook sich nicht darum kümmern, Zeug zu löschen, Zeug zu regulieren oder irgendwas zu überwachen oder irgendwo gegen vorzugehen. Ist natürlich auch die bequemste Art für die. Und noch einmal Google. Es gab jetzt die Meldung, dass Google Maps neue Meldeoptionen bekommen soll, sowohl für iOS als auch für Android, wo man dann Hindernisse auf der Wegstrecke markieren soll. Das können die Amis schon mehr. Da gibt es jetzt in Zukunft mehr Optionen. Aber das neue Feature, also soll jetzt weltweit ausgerollt werden, bedeutet, auch bei uns soll es jetzt Möglichkeiten sein, ich sag mal, diese Waze-Features einzubauen. Also zu sagen, hey, da ist ein Unfall oder da liegen Teile oder sowas. Oder da ist eine Geschwindigkeitskontrolle, dass man die drin melden soll, während, ne, einfach ein Pluszeichen drücken. Wobei ich mir da auch denke, der Fahrer darf es ja nicht machen. Ne? Eigentlich muss es ja dann der Beifahrer melden. Taucht aber noch nicht auf, soll aber irgendwann vielleicht dann mal kommen. Die Jungs und Mädels von Huawei oder Huawei freuen sich. Nein, bei den Smartphones sind sie immer noch gekniffen, aber es gibt zwei schöne Meldungen. Nummer eins, die haben jetzt die Jahreszahlen bis einschließlich drittes Quartal rausgehauen. Haben sie ein bisschen seltsam gemacht. Sie haben irgendwie Gesamtjahr bis einschließlich jetzt, also Ende September, dritte drei Quartale und dann haben sie nochmal das erste Halbjahr gesondert ausgewiesen. Dann musste man ein bisschen Minus rechnen und bekam dann das dritte Quartal. Aber die Zahlen sehen gut aus. Nummer eins, ich bin ja hin und weg, wie früher war Huawei ein Netzwerkausrüster mit Smartphone als Hobby. Ja, kein GPS, bist du wohl ruhig. Und inzwischen hat diese Smartphone-Sparte, das ist ja riesengroß geworden. Und da ist jetzt nämlich die schöne Nachricht, trotz der Trump-Nummer sind die Zahlen echt gut, anscheinend auch bei uns in Europa oder in Deutschland, aber weltweit sind die nach wie vor auf dem Wachstumskurs, krasse Nummer. Und das Zweite ist, die Bundesregierung hat jetzt gesagt, die Erlaubnis erteilt, Huawei darf in Deutschland 5G-Netze aufbauen, beziehungsweise da als Ausrüster fungieren. Freut ihn natürlich auch, dass es da weitergeht. Dann haben wir noch so kleinere Meldungen, ein bisschen Gerüchte. Tesla darf jetzt endlich auch in China seine Autos vom Band rollen lassen. Es gibt Gerüchte um ein neues Apple-Event. Das ist, ich meine, dass dieses Jahr noch was kommen muss, ist klar. Nummer eins, wartet ja jeder auf so einen 16-Zoll OLED-Rechner, der angeblich drei USB-C-Ports an jeder Seite hat. Ne, soll dann so ein richtiges Power-Dingsbums sein. Dann gibt es noch so kleine Gerüchte, dass wir dieses Jahr schon wieder eine neue AirPod-Version sehen. Dann jetzt nicht die AirPods 3, sondern AirPods Pro. Wie könnte man auch andere Dinger ohne Pro heutzutage nennen? Die sollen ANC, also Umgebungsrauschunterdrückung, bieten. Ich hatte die bei Huawei bei die FreeBuds 3 letztens getestet, aber zumindest ausprobieren können. Das ist natürlich kein Vergleich zu richtig krassen On-Ears oder In-Ears mit sowas. Aber das auch so bei so offen getragenen Ohrläppchen-Kopfhörern, da ist vieles möglich. Also da war ich sehr, sehr, sehr überrascht. Und damit sind wir auch schon bei der Unterhaltung der Woche. Meine Empfehlung, ganz klar, Amazon Prime Video Doom Patrol. Ist ein DC-Comic, hatten wir jetzt auch bei Titans, so ein leichtes Crossover schon. Jetzt haben die ihre eigene erste Staffel. Ich habe jetzt die ersten drei Episoden erst geguckt. Die erste Staffel hat 15 Episoden. Ich finde, der Einstieg ist gut gemacht. Jetzt nicht so duper duper überragend oder sowas, aber durchaus unterhaltsam. Und damit sind wir auch schon beim QWERTY der Woche. Es ist mal wieder ein altes. Ich habe mir heute keine Gedanken gemacht. Wir sind wieder beim Cobra Kai. Und ja, heute ist auch Weltfaultiertag. Vielen lieben Dank an die ganzen Glückwünsche, die mich über den Tag erreicht haben. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Weltfaultiertag. Das soll es aber jetzt auch gewesen sein mit Faultiers 5, Folge 414. Ist vorbei. Euch einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Und noch eine zweite Sache hat bei Google... Ja, das ist schön kein GPS-Signal. Warum auch?